Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute bin ich hier mit dem Jonathan. Moin. Wir sind hier im 5-Star Fitness und machen heute mal ein Personal Training, das wir direkt für euch aufnehmen. Das Wichtige daran ist mal zu sehen, wie überhaupt so ein Personal Training abläuft, was es ist und was es vor allem auch nicht ist. Jonathan, erstmal zu dir. Ja. Wie du auch immer auf mich aufmerksam geworden bist, ist jetzt gar nicht die Geschichte, sondern wir wollen vor allem wissen, wie trainingserfahren bist du? Also ich war mit 18 Jahren das erste Mal im Fitnessstudio angemeldet, ich bin jetzt 29 Jahre alt, wirklich ambitioniert und intensiv trainieren, also das heißt auch mit einer Form von Struktur das ganze Training aufgebaut, tue ich jetzt mittlerweile seit ca. 2,5 bis 3 Jahren, würde ich sagen. Das ist auch der Bereich, wo ich jetzt, würde ich sagen, die meisten Erfolge hatte. Ne? Also ich hatte angefangen, denke ich mal, mit um die 93 Kilo habe ich angefangen zu trainieren und bin jetzt mittlerweile bei 112 Kilo, das heißt, kann ich dann ausrechnen, was ich dann aufgebaut habe in der Zeit. Und, bei 1,90 Meter? Ziemlich genau 1,90 Meter groß und ja, genau. Das ist ja schon ordentlich, ich meine 110 Kilo, da schleppt man schon einiges an Gewicht mit sich rum. Hast auch sicherlich schon gewisse Kraftwerte, oder? Wie sieht es da aus? Bankdrücken? Also ich bin eigentlich in allen Bereichen, wenn man so die Grundübungen jetzt so guckt, außer Schulterrücken natürlich, also Bankdrücken, Kreuzheben und Kniebeugen bin ich überall dreistellig, das heißt im Bereich von etwas über 100 Kilo, aber jetzt nicht nur ein, zwei Mal, sondern durchaus auch im Bereich 20 Wiederholungen, die ich da drücken kann. Gut, Bankdrücken sind es um die 11, 10, 11 Wiederholungen, die ich dann schaffe. Und, aber Kraft ist auch schon ordentlich da, scheinbar. Ich würde behaupten, ja. Gut, was wir jetzt machen, bevor wir euch jetzt langweilen mit allen Einzelheiten, wie hat er bisher trainiert, wie war seine Ernährung, das könnt ihr auch gerne noch in den Kommentaren erfragen und vielleicht beantwortest du ja sogar selbst danach, kannst ja mal vorbeischauen. So oder so, dann beantworten wir die ganz gerne. Was wir jetzt mal machen ist, wir gehen durch ein Training. Er durfte sich ein Training aussuchen und hat sich das beste Training ausgesucht, das man dann nehmen kann, nämlich Rückentraining. Warum ist es das Beste? Grundsätzlich bin ich immer ein bisschen skeptisch, wenn jemand sagt, ich möchte gerne mal dann Armtraining machen, Bizepstraining, weil da kann man relativ wenig falsch machen. Beim Rückentraining, den richtigen Muskel zu erwischen, und der Rücken ist nicht nur ein Muskel, das sind mindestens 5 verschiedene Muskeln, die man irgendwie unterschiedlich erwischen muss, das ist schon komplizierter. Deswegen grundsätzlich empfehle ich euch, wenn ihr mal mit einem Personal Trainer irgendein Training macht, macht ein Rückentraining, macht ein Beintraining, macht eher ein Brusttraining, vielleicht noch die Schultern, aber Arme kommen ganz hinten dran, das erledigt sich meistens irgendwie. Und vorher haben wir jetzt eine Stunde lang über sein Training gesprochen. Ich weiß so grob, wie er trainiert hat, wie oft er trainiert hat. Zuletzt vor allem auch Ganzkörpertraining in den letzten 6, 7 Monaten, ja, richtig? Genau. Ja. Mehrmals die Woche ein Ganzkörpertraining. Und was ich jetzt versuche, ist das Ganze mal umzuswitchen. Und zwar nicht, weil das definitiv besser sein wird und er damit definitiv mehr Erfolge hat, sondern so arbeitet man quasi als Personal Trainer. Wir versuchen jetzt mal eine Alternative zu finden. Denn er ist ja nicht umsonst zu mir gekommen, sondern du denkst, du kommst gerade nicht weiter, du bist auf dem Plateau und du möchtest auf dem nächsten Level. Genau, das trifft es ganz gut, ja. Und das versuchen wir. Und das kann man auch immer nur, selbst eben, wenn ihr euer eigener Personal Trainer seid. Das war ich auch mal jahrelang. Man probiert Dinge aus. Man geht in die Richtung, danach geht man in die andere Richtung. Möglichst schön weit voneinander entfernt, damit man auch evaluieren kann, wo es wärmer war, wo es besser war. Denn wenn es nur kleine Unterschiede sind, statt 12 Wiederholungen mache ich jetzt mal 11, dann könnt ihr nicht so gut einen Unterschied feststellen. Aber wenn ihr einmal 6 Wiederholungen trainiert habt, Ganzkörperbereich, und dann macht ihr einen 4er-Split und das Ganze mit 12 Wiederholungen, dann ist das ein großer Unterschied. Und das versuchen wir jetzt mal, evaluieren dann innerhalb der nächsten Wochen und Monate, funktioniert das besser, denn von einem Training ist es auch nicht getan. Du wirst dich nach dem Training ausgepowert fühlen und du wirst morgen denken, oh, ist ein guter Muskelkater. Heißt das, dass er sein Plateau überwunden hat? Nein, das weiß er erst in 4 bis 6 Monaten. Das versuchen wir jetzt so grob, führen euch so grob mit durch das Training und dann seht ihr einfach mal, wie sowas aussehen kann. Und ja, jetzt fangen wir mal an. Wir machen heute 4 Rückenübungen. Ja. Du zeigst mir vor allem mal dein Training, das ist auch ganz wichtig. Ich möchte einen Einblick bekommen, wie er normalerweise trainiert. Das heißt, hier kein Verstellen und jetzt mal vorbildlicher trainieren. Genauso wie du es sonst immer machst. Das möchte ich sehen. Eventuell habe ich was dazu zu sagen, ein bisschen klug zu scheißen. Oder ich lasse es eben und dann zeige ich Ihnen vielleicht ergänzend dazu noch ein, zwei andere Sachen. Das heißt, wir sparen uns auch ein bisschen deiner Trainingsenergie, machen vielleicht nicht in allem alles raus. Denn jetzt geht es vor allem darum, dein Wissen aufzustocken. Also wenn wir uns bei jedem Einsatz sparen, damit ich dir hinterher noch 2 extra Übungen zeigen kann, dann funktioniert das auch ganz gut so. Wir nehmen euch mal mit und jetzt fangen wir mal an mit Aufwärmen. Auch eine wichtige Sache, kein brutales Aufwärmen, Hauptsache da kommt gut Blut rein. Das ist das, was ich gerade gemerkt habe, hat er schon erkannt. Aufwärmen heißt, wir wollen vor allem den Muskel aufpumpen. Und dann können wir ans Eisen. Machen wir. Gut. So, wir wärmen uns hier am Turm auf. Und damit wir einen guten Stretch reinbekommen, kommt das ungefähr
so auf Kopfhöhe. Wir brauchen das Seil. Das hier brauchen wir nicht. So, und hier wirst du jetzt mit einem Gewicht, mit dem du gut 15, 20 Wiederholungen locker machen kannst, in den Stretch gehen. Das heißt, du bückst dich auch wirklich. Und dann anschließend in einer Bewegung gehst du mit dem Oberkörper hoch und hältst das hier. Dadurch ist dann natürlich eine starke Spannung, weil du das fast im 90-Grad-Winkel dazu hast. Das wirst du ordentlich so spüren. Wichtig, Schultern zurücknehmen. Das heißt, wenn du hier bist, einmal die Schultern richtig hinten reinziehen, als würdest du ein Blatt Papier einklemmen wollen. Dann kannst du gerne wieder nach vorne gehen, Schultern richtig nach vorne rundrücken machen, stretchen und wieder das Ganze. Ist eine recht komplexe Bewegung, aber bringt ordentlich Blut in alle möglichen Areale deines Rückens. Ausatmen, ja, nicht zu schnell, lass dir ruhig Zeit damit. Und jetzt hier richtig einmal die Schultern nach hinten, genau hier einklemmen, dann wieder richtig nach vorne. Ja, so ist gut. Wenn ich dir hier Triggerpunkte gebe, versuch dich einfach rein zu fokussieren. Der Muskel soll aktiviert werden. So ist gut. Ruhig noch ein bisschen weiter hoch hier. Hoch, Spannung halten, genau, runter, bisschen weiter runter, ja. So, dass du hier den Stretch spürst, im Latt. So, runter, hier den Stretch spüren. Okay, und wieder. Gut. Und wieder. Schulter mächtig zurück. Wir spüren, stretchen, zurück und Kopf ruhig ein bisschen weiter nach hinten. Ja, genau, dann spürst du es auch ein bisschen besser im Trapez, weil du das durch den Hals damit anspannst. Okay, wie viel hast du? Ich glaube, das waren schon ein paar mehr. Ja. Mach einfach so, dass du ein gutes Gefühl drin bekommst, aber dich auch nicht auspowerst. Gut gespürt schon? Ja. Gut, das machen wir jetzt erst noch einmal. Dann geht er drüben an einer Maschine, wo wir uns auch ein bisschen im Ruderbereich warm machen. Das Wichtigste ist hierbei immer auf den Körper zu hören. Hier gibt es keine Anzahl an Wiederholungen, man muss eigentlich gar nicht zählen. Man sollte natürlich immer ein paar Wiederholungen vorher aufhören, aber auch nicht so weit vorher. Viele wärmen sich auf, indem sie 10 Wiederholungen machen, 30 könnten. Ich denke mir immer, mach mal lieber 28 Wiederholungen, obwohl du 30 könntest. Das, was andere schon Working Set nennen, aber nur so wird der Muskel auch wirklich benutzt. Wenn man im hohen Wiederholungsbereich ist, dann werdet ihr das auch nicht so auspowern. Das Gute an der Aufwärmübung ist, man nimmt den Bizeps ganz gut raus und hat noch genug Bizeps-Power später. Komm, 3 Stück noch. Und gut, noch 2, halten, langsam zurück, immer kontrollieren. Und gut, okay. So, was wir jetzt hier machen, das Schöne ist an dieser Maschine, es gibt kaum Einstellungen. Man kann den Teil hier hoch und runter machen. Wir machen jetzt relativ weit runter, weil wir eine direkte Übersetzung haben wollen. Und den Schultergürtel vor allem noch ein bisschen mehr anspannen. Und das Gute ist, gerade für so unterschiedliche Körpertypen wie wir es sind, du bist richtig groß und schwer, ich bin leicht und klein. Und hier kannst du gucken, wo es dir besser gefällt, ob du jetzt wirklich weiter mit deinem Bauch hier drauf gehst, mit der Brust. Du kannst hier quasi alles einstellen, weil es eigentlich nur dieses Polster gibt. Was ich jetzt möchte, ist, dass du das hier möglichst weit außen greifst an den geraden Griffen und dann die Schultern einmal genauso wie ich ganz nach vorne wieder richtig fast den Trapez durchdehnen, sodass das ein Rundrücken ist. Und dann hoch und die Schultern zusammen. Wieder runter, Schulter nach vorne, hoch und die Schultern zusammen. Bisschen halten. Langsam wieder runter. Alles kontrolliert, auch beim Aufwärmtraining, da wird auch nicht schnell gemacht. So, dass ein guter Pump reinkommt. 15 bis 20 Wiederholungen sollten eigentlich hinkommen. Ja, so ist der kleine Finger schon wirklich hier an dem Eisen, soweit es geht außen. Und aus dem Stretch raus, das ist schon mal gut. Hoch. Ja, richtig hinter. Nach hinten ziehen die Schultern. Ganz nach hinten. Ja, halt. Langsam runter. Gut. Und wieder, als würdest du hier ein Blatt Papier mit deinen Schulterblättern einklemmen wollen. Gerade oben, noch eine Sekunde halten. Halten. Langsam runter. Kurz anticken und wieder hoch. Gut. So ist perfekt. Jetzt hast du es. Gut. Und hier wieder. Du spürst meine beiden Finger, führ die zusammen. Stell dir richtig vor, wie du diese einfach zusammenführst die ganze Zeit. Stretch und zusammen. So ist gut. Und Stretch und
Gut. Und weiter. Gut. Und jetzt machst du drei nur im oberen Wiederholungsbereich hier. Hier, dann nur bis da runter und wieder. Und gut, Ende. Hat Spaß, oder? Ja, das ist eine gute Übung, eine schöne Maschine. Kann man auch mit mehr Gewicht machen, aber vor allem kriegt man hier ein wahnsinnig gutes Muskelgefühl rein. Ich hoffe, das hast du auch. Weniger Bizeps und viel vor allem Oberschultergürtel. Ja. Ja, vor allem solltest du es hier eigentlich im Trapez spüren, ja. Hier hinten drin. Wenn der jetzt warm ist, dann haben wir eigentlich alles und dann können wir beginnen. Wenn wir beginnen, womit beginnen wir? Was ist deine erste Übung für den Rücken? Ich ruder zur Bewegung von vorne. Mit dem Kabel? Ja. Okay, gut, dann machen wir das als erstes und dann schaue ich mir das mal an. Okay. Wir machen jetzt noch hier vorne einen Aufwärmsatz und dann sind wir beim Rudern. So, der Jonathan hat hier gerade die Griffe entdeckt. Unter anderem diesen hier. Das sind natürlich ganz besondere Griffe. Was gefällt dir an denen so? Also im Excel habe ich mit denen noch nicht trainiert. Ich habe immer nur gelesen und gehört auf Rezensionen, dass die unheimlich toll sein sollen. Und dass es bedeutend besser im Rücken zu spüren ist, als wenn man die klassischen Griffe hat, die man in den Fitnessstudios kennt. Also den normalen engen oder dann halt etwas weiter in verschiedenen Größen. Da sollen die ja ganz gut sein, ne? Ja, vor allem, weil man einfach versucht, dann den Unterarm und den Bizeps möglichst rauszunehmen. Dafür hat man hier verschiedene Flächen. Das macht schon Spaß mit denen. Du hast dir jetzt mal den engen hier ausgesucht. Ist zwar ein bisschen anders als das sonstige Training, was du machst, aber ansonsten bleibt die Bewegungsausführung gleich. Aber dann kann man es natürlich mal ausprobieren. Ja. Welche auch Knaller sind, sind die. Die sind relativ neu hier. Die Angels und heißt Angles. Angels. Das sind unsere Angels. Unsere Angels. Da schafft man auch ein richtig gutes Gefühl mit reinzubekommen. Auch wenn ich immer das Gefühl habe, das müsste eigentlich gleich reißen. Aber ich glaube, die sind gut genug dafür geeignet. Die Kunst ist ja, das mit wirklich wenig Gewicht zu machen. Ne? Gerade Fliegen, weil man dann auch die Hände eher so hält und den Unterarm raus hat, trainiert man da teilweise mit irgendwie zwei, drei Platten und kriegt schon ein super Gefühl. Ja, absolut. Wir haben ja hier auch so ein bisschen diese Griffverstärker, die einfach dafür sorgen, dass du nochmal ein bisschen Gewicht dran hast, aber vor allem auch, weil du dir drumherum tust, natürlich ein bisschen mehr mit dem Unterarm arbeiten musst. Es gibt auch so die Gegenteilige. Noch einen davon. Ja, manchmal sind sogar so Griffe entscheidend dafür, ob man zu irgendeinem Fitnessstudio lieber geht, weil deswegen fahre ich gerne hier die 25 Minuten hin. Ja. Wenn ich Rücken oder Beine trainiere, sind die Maschinen hier so geil und das macht so viel Spaß. Bizeps kann ich auch zu Hause trainieren. Mhm. Vor allem, wenn du das von unten ranhältst, dann ist es oft besser für deine Lat-Aktivierung und von oben dementsprechend mehr für den mittleren Rückenanteil. Bei den unteren kannst du da vor allem hier unten schön reingehen, das machst du natürlich nicht, wenn du das Ganze Also wenn du es in der Pronation hast, dann kommst du da quasi anders an. Aber du nimmst jetzt mehr quasi die Oberschenkel. Okay, gut. Welches Gewicht nimmst du? Wir wollen jetzt erstmalig hier mit 6 Wiederholungen starten. Du machst das sonst mit 10, 12 Wiederholungen? Ja, ich bin teilweise erst im Bereich 20, 25. Ah, okay, gut. Was wir jetzt machen, wir gehen hier auf Kraft und Power. Wir wollen ein umgekehrtes Pyramidentraining einnehmen. Das heißt, wir fangen mit hohem Gewicht an, weil du jetzt noch fokussiert bist. Jetzt ist dein Körper maximal vorbereitet. Wenn du erst 2-3 mal 25 Wiederholungen gemacht hast, dann schaffst du kein großes Gewicht mehr, hast nicht mehr den Fokus, nicht mehr die Power, nicht mehr die Energie. Das ist der größte Unterschied zu dem jetzigen Training, das du in den nächsten Monaten machen wirst. Du fokussierst dich jetzt auf diese 6 Wiederholungen. Das ist auch der Punkt, wo wir anfangen zu tracken, denn diese 6 Wiederholungen kannst du sehr gut tracken. 25 kann man schlecht tracken. Mal machst du vielleicht 27, mal 23, bist aber so immer im gleichen Radius, weil da tut sich nicht mehr viel. Mal bist du vielleicht ein bisschen erschöpfter, hast bei 6 Wiederholungen ein bisschen mehr in den Bizeps reingebracht. Schon ändert sich das viel. Bei 6 Wiederholungen kann man es viel besser tracken, weil da gibt es keine große Variation. Selten wirst du mal nur 5 oder 7 machen. Deswegen, wir fangen jetzt mit 6 an. Wie viel Gewicht denkst du, wird das ungefähr sein? Tja, 70. Okay, was wir jetzt mal machen, wir machen vorher doch noch einen Aufwärmsatz, damit ich mal die Bewegung sehe, bevor du richtig stark anfängst. Das heißt, wir machen das jetzt einmal mit 55 Kilo und du machst so deine 10 Wiederholungen. Ich schaue mir an, wie du es gleich machst. Aufwärmen. Ganz wichtig, haben wir gerade schon festgestellt, heißt nicht ganz schnell das Gewicht reißen, damit man nur einfach irgendeinen Pump entwickelt. Aufwärmen bedeutet auch vorbereiten, mental vorbereiten, die Übung schon mal durchgehen und lernen. Das ist eine Generalprobe. Heißt also auch bei einer Generalprobe werdet ihr nicht anfangen, das Timing zu ändern. Das soll das gleiche Timing sein wie bei der Übung, damit ihr dann auch wirklich drin seid. So machen wir das jetzt auch hier. 55 und ich überlasse dir jetzt mal die Regie.
Okay. Jetzt machst du ein bisschen Pause und jetzt zeige ich dir, was ich gerne mal abändern würde. Grundsätzlich, diese Bewegungsausführung ist bereits schon gut und die ist richtig. Ich mache jetzt ein paar Veränderungen rein und versuche einfach nur zu schauen, ob du eine bessere Muskelaktivierung bekommst mit der Übungsvariante, die ich dir jetzt zeige. Also auch hier gibt es wieder nicht, das war falsch und jetzt mach es richtig, sondern eigentlich war alles ganz vorbildlich gemacht, man kann sie aber auch anders machen. Grundsätzlich würde ich schon mal den Schwung rausnehmen. Ich mache das höchstens in den letzten Wiederholungen, dass ich auch mit dem unteren Rücken arbeite. Das heißt, du wippst nicht von vorne nach hinten, sondern du hältst den relativ starr. Du gehst nur mit den Schultern von hinten nach vorne. So wie du es auch machen würdest, wenn du einen Brustpolster davor hast. Deswegen sind diese Übungen mit den Brustpolstern auch ganz gut. Da wippst du auch nicht mit. Was du jetzt oft machst, ist natürlich den Schwung holen durch den unteren Rücken. Dadurch ist das eine Übung, die sich komplett über deinen ganzen Rücken erstreckt, sogar bis in den Gesäß reingeht. Und sobald du oben bist, musstest du gar nicht mehr so viel Kraft aufwenden. Wir versuchen jetzt aber, die Muskeln, die wir damit berühren, zu isolieren. Das heißt wirklich diesen mittleren Teil, nur der darf arbeiten. Dein unterer Rücken, der muss eh Spannung halten. Der wird schon mitarbeiten, aber der soll keinen Schwung holen. Außerdem werden wir gerade bei Rückenübungen und bei Bizeps darauf achten, dass wir ganz zum Schluss eine Sekunde halten, so wie wir es gerade eben gemacht haben. Eine Sekunde nochmal richtig, wo du dir auch vorstellst, das nicht nur zu halten, sondern nochmal extrem nach hinten zu bringen. Deine Schultern, musst du dir vorstellen, die wollen sich am liebsten hinten berühren. Werden sie nicht schaffen, aber versuch's. Blatt Papier einklemmen ist das eine, die Schultern so weit nach hinten zu ziehen, dass sie sich fast schon irgendwann berühren, das ist das nächste. Maximale Rückenaktivierung. Und dann langsam zurück. Die passive Wiederholung ist das absolut Wichtigste, das A und O, gerade bei hohem Gewicht. Wir gehen nie schnell zurück. Du kannst gerne explosiver vorgehen, nicht ganz explosiv, explosiver, aber dann langsam und kontrolliert zurück, nachdem du eine Sekunde gehalten hast. Und dann gerne wieder nach hinten. Du lässt dir auch nicht viel Zeit hinten, sondern wirklich nach vorne. Eine Sekunde halten und wieder. Und eine Sekunde halten. So versuchen wir es jetzt mal mit dem gleichen Gewicht. Danach wird es dann ernst. So, komfortable Position. So bleibst du Brust richtig raus, Hohlkreuz. Ja. Und jetzt ziehen. Halten, langsam zurück. Schultern nur nach vorne, aber nicht der Oberkörper. Halten, langsam zurück. Und Schulter nach vorne und gut, so ist gut. Jetzt wieder nach vorne biegen und wieder nach hinten. Gut. Das hier sind deine Triggerpunkte. Füll meine Finger wieder zusammen. Gut. Und nach vorne und ja, jetzt arbeite der Rücken. Und nochmal. Halten, langsam zurück. Noch drei Stück. Und ja, ruhig ein bisschen weiter runter das Ganze. Und wieder. So ist gut. Und noch einmal. Halt, langsam zurück. Gut. Wie fühlt es sich grundsätzlich an? Gut. Die Mittelrücken, also die Arbeit, die wollen wir nicht brauchen. Und die wollen wir auch damit arbeiten lassen. Der untere Rücken, den können wir gerne noch extra trainieren, aber wie gesagt, der wird auch statisch gehalten. Hier willst du Volumen auf den Rücken aufbauen. Das ist eine der Grundübungen. Noch eher als Latzug, weil das baut deinen großen Latt auf, auch ein großer Anteil, der macht dich natürlich schön breit oder lässt dich so wirken, der bringt die V-Form rein. Aber eigentlich das gut. Der wulstigste Rückenanteil ist genau der, wo deine Schulterblätter richtig aktiviert werden. Das wird hier gemacht. Und jetzt gehen wir mal auf volles Gewicht. Ich gehe davon aus, dass du mehr schaffst als 70 Kilogramm. Ich würde es ganz gerne mal versuchen mit 85 oder 90 Kilogramm. Jetzt nehmen wir uns 3 Minuten Zeit. Du brauchst jetzt wirklich guten Fokus, konzentriere dich darauf, denn du möchtest die Übung genauso machen wie gerade. Wenn du nur eine Wiederholung damit schaffst, scheiß drauf, auf die Wiederholung kommst du nie an. Wir versuchen die zwar zu erreichen, aber darauf kommst du nicht an, sondern immer nur darauf, dass du deinen Rücken aktivierst. Und genau das versuchst du jetzt. Nimm dir deine Zeit, die du brauchst, du sollst dich schon so ein bisschen erholen. Grundsätzlich bei den Sätzen, die so im 4 bis 8 Wiederholungsbereich sind, nimm dir danach gerne mal 3-4 Minuten Pause. Wenn du über die 8 Wiederholungen kommst, 10, 12, dann kannst du dir auch mal nur bis zu 2 Minuten Pause geben. Aber da musst du auch kein schlechtes Gewissen haben, auch wenn du da 3 Minuten Pause lässt. Zwar nie zu lang, aber auch nicht zu kurz, damit du erholt bist und wieder voll ran kannst. Die Kraftentwicklung ist ein Fokus, gerade auch bei Naturalathleten. So, jetzt will ich was sehen. Versuch dich darauf zu konzentrieren, das Ganze mit den kleinen Fingern fast schon mal voranzuziehen. Hier ziehen wir raus. So, und los.
langsam zurück. Gut. Schulter nach vorne und wieder. Halten. Langsam zurück. Ja, halten. Langsam zurück. Und nochmal. Und halten. Langsam zurück. Hammer. Komm, zwei Stück versuchen wir noch. Und langsam zurück. So ist super. Richtig gut kontrolliert. Und noch ein. Und boom. Komm schon. Langsam zurück. Wieder begeistert, wie gut ich das Gewicht einschätzen kann. Du hast ein kleines neues Rekordgewicht. Davon machen wir jetzt nicht 4-5 Sätze mit 6 Wiederholungen. Jetzt hast du einen Satz gemacht, in dem du mal maximal alles anspannst. Was du schon sehr gut gemacht hast, dass du dich hast nicht von dem Gewicht überwältigen lassen. Und du merkst, der Körper zieht jetzt schon ganz schön viel mehr. Der will einfach das nicht hier halten. Aber du hast es getan, langsam losgelassen. Das ist das Wichtige. Selbst bei hohem Gewicht fang nicht unbedingt an zu reißen. Kann man machen, auch das tun einige und das ist nicht unbedingt falsch. Wir wollen aber den Muskel aktivieren. Jetzt gönnen wir uns ein bisschen Pause. Jonathan wird sich ein bisschen erholen. Und danach gehen wir hoch. 8 Wiederholungen, 10 Wiederholungen. Findet ihr auch alles in dem Pyramiden-Trainingsvideo, das ich mal gemacht habe. Genau das machen wir jetzt. Wir machen noch 3 Sätze hinterher, weil es so eine Grundübung ist. Und dann gehen wir zur nächsten Übung. Da seid ihr wieder dabei. So, zweite Übung. Da macht er einen Latzug. Und du hast dich entschieden für eine breite Variante. Ja. Bin ich mal gespannt, wie er die breite Variante macht. Grundsätzlich, was hast du nach der ersten Übung gemerkt? Was ist anders als sonst, wenn du deine vielen Wiederholungen machst? Das Krasse ist, dass ich jetzt die Unterarme extrem stark merke, wo man ja denken könnte, dann hat das mit dem falschen Muskel gezogen. Aber wie gerade eben erklärt, das ist das Ganze gedeckt. Und also dieses hohe Gewicht in den niedrigen Wiederholungsbereich zu ziehen, ist was, was mein Kopf, mein Nervensystem einfach nicht kennt. Und ich gerade das, wo ich gerade wirklich am Einsortieren bin, und das ist ein neues Gefühl. Und gerade habe ich schon das Gefühl, mich hinlegen zu können, zu schaffen. Das wird vor allem so sein. Also das klingt schon mal gut. Er hat vor allem geschafft, den Rücken richtig gut zu aktivieren, dass man den Unterarm mehr spürt. Hat er gerade schon ganz kurz erklärt. Ich habe es ihm vorher gesagt. Das gleiche Gewicht, diese 85 Kilo, die er gezogen hat, mit dem gewaltigen Rücken, gehen trotzdem auch, und nicht nur ein kleiner Anteil davon, die 85 Kilo, das ist das, was die Hand halten muss, und der Unterarm. Aber dabei ist der Muskel viel kleiner. Da muss man sich erstmal gewöhnen. Ist auch eine Sehnsache und so weiter. Aber das ist am Anfang ein Problem. Man kann auch Klimmzughilfen zur Hilfe nutzen, denn es soll ja nicht daran scheitern, an dem Unterarm, dass man den Rücken nicht trainieren kann. Aber das wird man lernen. Und das macht auch Spaß zu lernen. Nun gut, auch hier fangen wir jetzt wieder mit 6 Wiederholungen an. Wird auch wahrscheinlich ungewohnt sein. Wie viel hast du sonst hier gemacht? Mit meinen, also mit dem 25 Wiederholungsbereich war ich da erst bei 35. 25 Wiederholungen. Na gut, wir machen es jetzt mal. Gut, er hat schon eine Übung hinter sich. Wir versuchen es jetzt mal mit geschlagenen 70 Kilo. Und du zeigst mir einfach mal, wie du das machst und dann schauen wir mal weiter. Ich bin gerade gefragt, ob die Technik, die ich sonst noch habe, jetzt hier bei dem Gewicht funktioniert. Ne? Ja, da bin ich mal gespannt. Ich muss auch nicht. Solange du es nicht in der Rücken gemacht hast. Nee, das nicht. Technik, Erfahrung hast du, Kraft hast du auch. Jetzt machen wir das mal wieder mit den gleichen Varianten, eigentlich ein wenig anders. Du wirst jetzt wieder unten eine Sekunde halten. Besonders hier, du hast gemerkt, in dem Bereich warst du am schnellsten. Dieses Anticken hier ist der schwierigste Teil, weil hier auch wieder die Spitzenkontraktion ist. Jetzt machst du es wieder so, genau hier hältst du es, eine Sekunde lang und gehst langsam hoch. Das wird der größte Unterschied sein. Ansonsten, hier musst du nicht viel variieren, sonst war alles super. Das Einzige, was ich möchte, ist, du bist ein breiter Kerl, dass du ein bisschen breiter greifst. Das heißt, du wirst jetzt schon fast hier auf der Mitte dieser Abschrägung sein. Gerne mit dem Zeigefinger vielleicht gerade noch hier drauf, sodass es für dich gut anfühlt, aber schon, dass du hier viel mehr reinkommst, statt so eng zu greifen. Das Enge führt einfach dazu, dass du noch mehr auf den Unterarm gehst und noch mehr auf den Bizeps gehst. Wollen wir nicht. Wir wollen den Land trainieren. Und du musst auch nicht ganz so weit nach oben. Ich werde gleich mal fühlen, bis wohin deine Landaktivierung maximal ist und ab wo die Schulterblätter wieder ein bisschen verlegen. Und dann machen wir das Ganze mit dem gleichen Gewicht nochmal und gucken mal, was wir dann maximal rausholen können. So ist gut. Ja, so ist gut. So,
raus, nach oben gucken, die ganze Zeit. Ja, und dann auf die Brust absenken, halten. Halten, langsam. So ist gut. Und halten, langsam. So ist gut. Unten auch nicht wippen, den untersten Punkt halten. Hammer. Und ja, kämpfen. Und richtig verbeißen. Und nochmal. Komm, beiß dich rein, beiß dich rein. Und langsam hoch. Und nochmal. Geht nochmal. Und weiter. Und nochmal. Hilf dir runter und du bleibst da. Halten. Gut, nochmal. Hier halten. Okay. So, Ladies and Gentlemen, wir versuchen jetzt 6 Wiederholungen, es sind nochmal 10 Kilo mehr. Wichtigster Punkt, unten möglichst halten, konzentrieren, langsam hoch. Ja, so ist gut. Ruhig ein bisschen langsamer runter. Hammer. Schulter ein bisschen weiter nach hinten. Durchbeugen. Ja. Durchholz, Brust raus. Gut. Untersten Punkt halten, komm. Hammer, und nochmal. Ich helfe dir. Und. Hier halten. Beiß dich rein. Nochmal das Ganze. Halten, beiß dich rein, beiß dich rein. Okay. Gut, davon machen wir jetzt noch einen Satz und dann haben wir die Übung auf und gehen zur nächsten. So, wo war der größte Unterschied jetzt beim Latzug für dich? Also die Belastung vom zentralen Nervensystem war das krasseste. Durch das höhere Gewicht, ganz klar sagen, ja. Durch die Gewichte, die man da hebt, das ist, wie wenn man Kreuzheben auf immer 20 Kilo mehr macht und die hochhebt, das ist, merkt man einfach. Der Pump in den Unterarm ist extrem und ich merke, dass der Rücken so eine Form von schon tiefen Erschöpfung irgendwie hat. Aber halt nicht so extrem brutales Gefühl, wie man viele Wiederholungen hat. Das ist ein anderes Gefühl, aber auch ein sehr gutes Gefühl. Man pumpt sich mehr auf mit den vielen Wiederholungen. Das merkt man vor allem auch immer wieder bei Liegestütz. Wenn ich 50, 60 Liegestütz mache, pumpt sich einfach meine Brust mehr auf. Es brennt einfach mehr. Man brennt ja auch ein bisschen mehr, wenn man längere Strecken läuft. Beim Sprint wird deine Beine kaum brennen. Auf die 100 Meter merkst du das nicht. Aber dafür hast du eine krassere Muskelaktivierung. Das ist so der größte Unterschied. Klar, wenn ich 25 Wiederholungen irgendwo mache, dann brennt der Muskel. Und das Brennen sorgt auch dafür, dass man guten Pump hat und so weiter. Und das ist auch kein Gerücht. Das ist tatsächlich so. Jonathan merkt es jetzt gerade selbst. Aber das zentrale Nervensystem, und schön, dass du es so ausgedrückt hast, die Tiefenmuskulatur wird viel mehr zerrüttet natürlich, wenn er das viele Gewicht bewältigen muss. Und da bin ich sehr gespannt, was du in den nächsten 2 Tagen sagst und auf der Rücken. Was wir jetzt machen, ist ein Unterschied. Jonathan, du hast gerade erzählt, du machst danach vor allem öfters Übungen, Überzüge in allen möglichen Varianten. Diese werden wir uns jetzt sparen. Nennen wir sie mal einfach Aerobic-Übungen, die braucht so ein Wikinger wie du nicht. Wir werden jetzt weiter am Eisen bleiben. Wir werden weiterhin Gewicht bewegen. Was wir hatten ist, wir hatten einmal enges Rudern als erste Übung. Dann hatten wir Lattzug als zweite Übung und haben was für die Breite, für den Latt getan. Was wir jetzt noch wollen, ist was für den Schultergürtel obenrum tun. Das heißt, irgendeine Ruderübung, die mit den Ellbogen weiter oben hochgeht. Und das machen wir jetzt noch und dann powern wir uns zum Schluss nur noch so ein bisschen aus. Deswegen gehen wir jetzt mal wieder an eine Maschine, in der wir breitrudern. Da sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Wir haben uns für eine Maschine entschieden. Und zwar gibt es diese, deswegen haben wir uns dafür entschieden, statt nochmal die Übung zu nehmen, die wir beim Aufwärmen hatten. Aber die Maschine gibt es eigentlich nirgendwo, obwohl der Jonathan jetzt in 3 verschiedenen Fitnessstudios ist. Diese gibt es da leider nicht, aber solche Variationen habt ihr überall. Die könnt ihr natürlich, wenn ihr den Sitz hochstellt, relativ eng benutzen, wie ihr seht. Dann habt ihr fast das gleiche wie beim Rudern gerade. Aber und natürlich auch umso breiter damit, wenn ihr den Sitz runterbringt. Denn jetzt komme ich gar nicht mehr hier runter. Und jetzt komme ich auf einmal hier oben in den breiten Teil rein und spüre es ganz woanders. Und genau das wollen wir jetzt machen. Auch hier werden wir wieder mit den Wiederholungen relativ weit runtergehen, diesmal allerdings nicht auf 6 Wiederholungen. Wir haben nämlich eigentlich schon mit den 6 Wiederholungen 2 große Grundübungen abgedeckt. Jetzt starten wir mit 8, ist immer noch einiges an Gewicht drin. Im Gegensatz zu 15 oder 20 Wiederholungen wirst du es ordentlich spüren. Aber eben nicht mehr 6, denn gerade beim Schultergürtel ist es jetzt somit der schwierigste Teil und den komplett richtig zu aktivieren, ist es einfach umso schwieriger und deswegen versuchen wir es mit etwas weniger Gewicht. Aber 8 Wiederholungen ist immer noch durchaus ein niedriger Wiederholungsbereich im Hypertrophie, deswegen
haben wir immer noch einiges zu bewältigen. So, wir versuchen uns mal hier mit den 55 Kilo, die eingestellt sind. Und hier zeige ich dir jetzt von Anfang an, wie es aussehen sollte. Auch für dich, du bist noch wesentlich größer als ich. Du setzt dich hier drauf und der Sitz ist schon ganz unten. Versuch vor allem selbst, deine Ellbogen oben zu halten. Das heißt, wenn du rechts ziehst, zieh nicht irgendwie hier falschen Winkel, sondern versuch wirklich zu denken, dir vorzustellen, hier ist ein Draht dran, das einfach nur deinen Arm nach hinten zieht. Die Unterarme, die bewegen sich da nicht großartig oder versuchen das in eine andere Richtung zu leiten. Du versuchst hier oben reinzukommen, hier oben das zusammenzuziehen. Ich gebe dir wieder die Triggerpunkte mit meinen Fingern. Hier die Brust, die ganze Zeit Brust raus, Hohlkreuz und die Brust richtig gegenstellen. Du wirst hier also nicht in den Schluck Wasser drücken, sondern wirklich hier nach hinten ziehen, halten. Langsam zurück. Schultern einmal ganz kurz nach vorne anticken, dick und wieder. Und tick und. Ordentlich. Halt wie möglich greifen. Ellbogen oben lassen. Und los. Hammer. Wieder obersten Punkt eine Sekunde halten. Halten. Langsam zurück. So. Ja, nicht zu schnell. Wir haben Zeit. Und. So langsam, langsam. Ja, und tick und wieder. Und gut. Und halten. Komm, drei Stück schaffen. Und wieder. Halten. Auch hier gehen wir gleich bis zum Ende. Ich merke, dein zentrales Nervensystem leidet gerade ordentlich. Jonathan fängt ordentlich an zu zittern. Heißt aber nicht, dass er die Kraft nicht hat. Er hatte heute auch für seinen Körper relativ wenig Kohlenhydrate. Das heißt, er hatte vielleicht, was hattest du, 1600 Kilokalorien? Ja. Das ist für einen 110 Kilo Menschen für so ein Training viel zu wenig. Damit kann man gerne Aerobic-Training machen im 25 Wiederholungsbereich. Du merkst, dass es ein Unterschied ist. Aber für sowas hier, da zittert dein Körper ordentlich. Hier hättest du 10 Kilo mehr Gewicht bewegen können, locker. Aber im Moment zittert dein Körper so sehr, dass wir gucken müssen, wie wir damit zurechtkommen. Und du brauchst auf jeden Fall ein paar Nudeln mehr vorher beim nächsten Mal. Jonathan, wir sind am Ende deines Trainings angelangt. Was sind die größten Erkenntnisse bisher? Der komplette Kontrast zu dem, was ich halt eigentlich bis jetzt so gemacht habe in letzter Zeit. Vom Ganzkörpertraining jetzt auf nur Rücken und dann mit dem Rücken wirklich so viel Gewicht ziehen, ist was so komplett Neues, das merke ich gerade echt. Also ich glaube, ich könnte mich jetzt hier hinlegen und wirklich sofort schlafen. Aber es ist ein richtig gutes Gefühl. Und es ist eine Sache, die, was du mir erklärt hast, leuchtet ein und ich bin mal gespannt auf die nächsten Wochen bzw. Monate. Da bin ich auch gespannt. Das kann man jetzt natürlich nur evaluieren, wie er schon sagte, in Monaten. Wir versuchen jetzt mal, so haben wir uns geeinigt, dass du das 4 bis 6 Monate durchziehst. Das Tolle ist, du musst auch erstmal reinkommen. Das heißt, der nächste Schritt, den du jetzt machst, neben den Sachen, die wir besprochen haben, du wirst das Training so umgestalten. Das Wichtigste ist umgekehrte Pyramide, hast du heute grob gelernt, wie Mut zum Gewicht. Und du wirst dich auch wöchentlich steigern, weil du jetzt nur noch den Muskel einmal die Woche trainierst. Vorher war es nicht damit zu rechnen, dass du dich steigerst, weil du alle 2 Tage den Muskel trainiert hast. Jetzt merkst du ja, wenn du ihn so plattballerst und 2 Tage später diese schwere Einheit als Beine hast, selbst wenn der Rücken sich erholt hat, dein zentrales Nervensystem macht das Gleiche nochmal durch, nur mit dem schwereren Muskel, mit den Beinen. Und wieder 2 Tage später mit der Brust. Also da kannst du gar nicht dazwischen irgendwie denken, ja, mein Muskel hat sich ja vom Rücken erholt, ich kann ja wieder. Weil dein ZNS gibt es auch noch. Aber das Gute ist, dein Rücken wird auch nicht an Muskulatur in der Zeit verlieren. Das heißt, guck wirklich, dass du den Muskel vielleicht nur einmal die Woche trainierst. Umgekehrte Pyramide, auf die 6 Wiederholungen fokussieren und das Training so aufbauen. Zusätzlich kommt, dass du jetzt anfängst, dein Training zu tracken. Wie man es trackt, dazu kann ich gerne mal ein Video machen. Ich glaube, das habe ich schon seit Monaten und Jahren versprochen. Jetzt gibt es einen Anreiz auch für mich dazu.
Das Wichtigste ist, ich habe zum Beispiel seit 1998 jede Wiederholung in jedem Satz, in jeder Übung meines Lebens aufgezeichnet. Das heißt, ich kann nachgucken, was ich 2007 in der zweiten Übung am 24.07. um 12.45 Uhr gemacht habe. Das ist ganz interessant, sehr extrem natürlich, aber wenn du jede Wiederholung trackst, dann ist das vor allem ein Motivationsanreiz für dich, denn du siehst, heute hast du 85 Kilo sechsmal bewegt. Nächste Woche, und das verspreche ich dir, wirst du sechsmal die 90 Kilo bewegen. Und ich würde dir sogar noch versprechen und sagen, danach die Woche, in zwei Wochen, bewegst du die 95 Kilo. Ob du dann einmal nur 5 Wiederholungen machst und das erstmal wieder steigern musst, aber du wirst dich um eine Wiederholung oder um eine weitere Scheibe steigern, definitiv. Und das sollte auch dein Ziel sein. Teilweise hatte ich so, dass ich montags aus dem Rückentraining rausgegangen bin und Feuer und Flamme noch im Wagen war und mich drauf gefreut habe und die Tage schon wieder runterzählen wollte. Noch 6 Tage und 20 Stunden und ich kann versuchen, endlich die 110 Kilo im ersten Satz zu machen. Das macht Spaß. Und das ist eine neue Form von Motivation und daran hangeln wir uns mal um. Also, Tracken kommt jetzt auch noch dazu. Wir werden deine Kalorien wieder etwas erhöhen. Du hast zwar gesagt, du möchtest abnehmen, aber mit 2,6 und so einem Bär wie du, bringt das relativ wenig. Du wirst bei diesem Training auch einiges verbrauchen. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass das Training was bringt. Denn wenn du mehr Muskelmasse aufbaust und mehr Kraft aufbaust, wirst du damit auch wiederum mehr Fett verbrennen. Allerdings haben wir dann hier einen Überschuss und den müssen wir wieder abtrainieren. Was du also machen kannst, ist, ohne dass du jetzt deine 3 bis 4 Trainingseinheiten noch erweitern musst. Du bist steady geworden, du hast jetzt nicht Bock, 6-mal die Woche Sport zu machen und auch noch eine Stunde joggen zu gehen, du bist vollzeitig berufstätig. Du kannst aber zu Hause was machen. Du hast selbst gesagt, du hast ein Ergometer. Was ich auch empfehlen kann, ist einfach mal jeden Tag zu Hause 10 Minuten hüpfen. Klingt jetzt komisch, wie Seilchen springen. 10 Minuten lang auf der Stelle durchgehend. Dann wirst du ordentlich ins Schwitzen kommen. Du machst das nochmal irgendwann abends. Aber die 10 Minuten hat man eigentlich immer Zeit. Du kannst dabei eine Serie gucken, einen Film. Die 10 Minuten gehen wahnsinnig schnell rum. Und wenn du das jeden Tag integrierst, dann wirst du ordentliche Waden bekommen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass du einfach irgendetwas getan hast, was auf schnelle Weise unterhaltsam in den Alltag einzufügen ist und deinen Gesamtkalorienverbrauch steigert. Das kannst du versuchen. 10 Minuten lang radeln geht auch. Irgendetwas, was du auf jeden Fall jeden Tag machen kannst, ohne dass es deine Zeit großartig raubt. Die meisten von euch sind länger auf Toilette, wenn sie groß machen, als diese 10 Minuten hüpfen. Das kannst du noch zusätzlich machen. Wir steigern also deine Kalorien von dem Moment 2500 wieder auf 3500 und du solltest einen ordentlichen Carbload haben vor dem Training. Außerdem werden wir auch deine Nutrition rund ums Training optimieren. Denn das ist so die wichtige. Du hast gemerkt, warum bei dieser Trainingseinheit. 120 Minuten davor bitte kein Essen mehr. Davor aber ein vernünftiges Essen. So etwas wie Reiswaffeln oder sowas ist nicht vernünftig. Du musst ordentlich Kohlenhydrate haben, die als Muskelglykogen bereits zersetzt wurden in diesen 2 Stunden. Und nur darauf warten, verbraucht zu werden. Dein ganzes Blut ist voll von Energie und sagt nur, wo können wir es endlich rauslassen? Das möchtest du. Diese 120 Minuten wirst du brauchen. 2 Stunden vorher essen, eine richtige Mahlzeit, Reis, Nudeln, irgendetwas mit ordentlich Proteinen, Fetten, darf alles drin sein. Bei manchen sind das 3 Stunden vorher, bei manchen sind es 1,5 Stunden vorher, selten noch etwas weniger. Auch da musst du dich dran gewöhnen. Wir nehmen jetzt mal so ein Maß wie 2 Stunden und dann gucken wir wieder, wie du das variierst. Dann wirst du 30 Minuten vor dem Training deinen Booster in Zukunft einnehmen. Booster, seht ihr in dem Booster-Video, genau den wird er nehmen, wo ordentlich Aminosäuren drin sind, gerade diejenigen, die euer Blut in Wallung bringen, wie Citrullin, Arginin und so weiter. Koffein, Stimulantien, kannst dir selbst aussuchen, wie viel drin ist, wie viel du brauchst oder wie viel du nicht brauchst. Nach einem harten Arbeitstag brauchst du vielleicht mal mehr, vielleicht mal weniger. Da man das nur 3 bis 4 Mal die Woche nimmt, ist das gar nicht so schlimm. Und dann 30 Minuten später gehst du ins Training. Brauchst du noch einen Intra-Workout-Shake, kannst du das in der Zeit dazufügen. Einfach ein bisschen Maltodextrin oder sonst etwas mit einmischen. Apfelsaft, geht alles. Ansonsten erstmal normal Wasser. Wichtig ist wieder deine Post-Workout-Nutrition. Du wirst dort das 1x1 quasi durchnehmen, sieht man auch bei einem Video, das ich mal gemacht habe, vor, während und nach dem Training, auf dem alten Kanal sogar noch. Da wirst du direkt erstmal deine Energieversorgung bringen. Warum, weißt du jetzt? Du zitterst, du bist K.O., dein Körper will jetzt gar keine Proteine. Wenn du jetzt einen Whey-Shake nehmen würdest, dann würde der dir den Mittelfinger zeigen. Und der würde versuchen, die Proteine schnell umzusetzen in Energie, denn du zitterst, du bist im Arsch. Und bevor du gleich das Gaspedal nicht mehr tippen kannst, brauchst du einfach nur Energie. Das ist der Notstand, sonst kannst du nicht mal mehr klar denken. Und genau das machen wir. Du nimmst dir 50 bis 100 Gramm Dextrose, Glykogen, irgendetwas, sowas wie Traubenzucker, Traubensaft kannst du auch nehmen. Das ist schon vorverdaut so ein bisschen, weil es flüssig ist. Dann das Ganze mit Kreatin einnehmen und dann kannst du gerne nochmal eine Viertelstunde warten und Aminosäuren einnehmen oder
Whey-Shake einnehmen, was auch immer. Und zu Hause isst du vielleicht nochmal eine Kleinigkeit. Oder eine große Mahlzeit, was auch immer. Das sind so das Einmaleins erstmal. Natürlich kann man bei Nutrition immer noch mehr machen und auf eine Handvoll Nüsse pro Tag und Omega-3-Fettsäuren und sonst was. Aber jeder steigert sich immer langsam rein. Und das hier wäre schon eine ganze Menge Veränderung zu dem, was du vorher gemacht hast. Vor allem, weil wir es jetzt kontinuierlich machen. Ja. 4 bis 6 Monate ziehst du das durch. In der Zeit werden wir noch weiterhin Kontakt haben und ein paar Stellschrauben einfach bewegen. Du hast ein paar Stellschrauben kennengelernt und wir gucken jetzt, was passiert, wenn du dieses Training erst einmal 2-3 Wochen durchgezogen hast, sodass du dich daran gewöhnst, ja, deine Gewichte kennst, das Tracken kennst, dich daran gewöhnt hast. Und von der Zeit ist es eigentlich nicht viel mehr, es ist einfach nur eine Umstellung. Ja. Das ist es eigentlich jetzt erstmal. Für die 2-3 Stunden, die wir jetzt zusammen hatten, ist das ja schon mal eine ganze Menge. Ja. Der Rest wird dann eben, wie gesagt, später erfolgen. Soweit erstmal ganz zufrieden damit, das, was du erwartet hast? Vollkommen. Was Neues halt. Ich bin gespannt auf die nächsten Wochen und Monate. Gut, das sind wir auch. Hoffentlich hältst du uns alle so ein bisschen auf dem Laufenden. Vielleicht sehen wir uns in ein paar Monaten mal wieder. Gerne. Und trainieren dann auch nochmal zusammen, sodass dann auch alle da draußen mal sehen können, was in der Zeit passiert ist und auch mal von dir hören können. Wo siehst du dann den größten Unterschied? Dass nach einer Trainingseinheit das so ist, ist klar. Und vielleicht sagst du nach 3 Monaten tatsächlich viel besser, ich baue auf, oder es ist nach hinten losgegangen, eigentlich bin ich verletzt und es funktioniert nicht so gut, wie auch immer. Wir sind auf jeden Fall gespannt und neugierig. Wenn euch das gefallen hat, einfach mal so ein Personal Training zu sehen, dann lasst es mich gerne wissen, schreibt es mir in die Kommentare, schreibt auch gerne Fragen an Jonathan oder an mich in die Kommentare. Wir werden sie gerne beantworten oder auch zu dem Training, was ihr gesehen habt. Ansonsten like den ganzen Shit hier und abonniert den Kanal gerne, wenn ihr nichts verpassen wollt. Wir verabschieden uns. Macht's gut, bis bald, euer Team.